Hallo und herzlich willkommen im sonnigen Santa Clara hier in Silicon Valley. Wir stehen hier vor dem Yahoo-Gebäude und das Yahoo-Gebäude ist so, ja, eins so der mächtigsten Gebäude gewesen hier in den Frühzeiten des Internets. Yahoo, einstmals die Macht im Internet, wird immer mehr bedroht, natürlich durch Google, und Google ist eigentlich kaum noch einzuholen. Schon 2008 gab es erste Verhandlungen zwischen Yahoo und Microsoft, ob jetzt Microsoft nicht Yahoo übernehmen würde. Damals war das Gebot über 40 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile ist es so, dass Yahoo allerdings schon, ja, deutlich an Marktwert verloren hat. Schon letztes Jahr gingen die ersten Zusammenarbeitsaktionen los mit Microsoft und der gesamte Suchmaschinenbereich wurde von Microsoft übernommen. Jetzt ist es so, dass auch jetzt gerade wieder Verhandlungen beginnen, also jetzt im Dezember 2011 Verhandlungen beginnen mit Microsoft und Silver Lake bezüglich der Übernahme der Reste von Yahoo, weil Yahoo ist heute in erster Linie ein, ja, Vermarkter, das heißt also, da geht es um bunte Banner und Ähnliches. Und die arbeiten wiederum, und Yahoo ist unterwegs mit AOL, und die sind wiederum, ja, hier im Bereich Online-Werbung eine echte Größe. Das heißt, auch interessant für Microsoft, die jetzt nicht mehr ganz so viel bieten wollen. Da liegt der Preis jetzt nur noch bei 20 Milliarden US-Dollar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, auch hier geht es wirklich darum, dass hier die, ja, Mächte aufgeteilt werden, dass es darum geht, dass halt Microsoft sich aufstellt gegen Google, weil Google doch eine recht große Macht geworden ist, hier in Silicon Valley, aber eigentlich auch überall auf der Welt. Wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht. Bis dahin. Tschüss.